Aber wie gesagt, normal kann ich schon mehr vertragen wie 3 Gläser Champagne. Bodybuilding verheißt den Weg zum glücklichen Leben. Erregende Tage liegen vor Ihnen. Ruhm, Glück, Berühmtheit. Die Dünnen werden zunehmen. Die Dicken werden abnehmen. Alle werden mehr Erfolg haben. Erfolg aber verlangt strammes Training. Und Erfolg im Leben, das ist ja das Ziel der meisten Bodybuilder. Eine Frage, warum treiben Sie Bodybuilding? Dass ich später mal eine schöne Figur habe und dadurch vielleicht mehr Chancen bei den Frauen. Ja, man kann auf die Germany-Wahlen gehen, ne? Und irgendwie, viele Bodybuilder sind auch schon zum Film gekommen, wenn man Glück hat, ne? Spielt es auch eine Rolle dabei, dass Sie bei der Damenwelt mehr Anklang finden wollen als bisher? Ja, bis jetzt nicht mehr, nicht weniger und genau wie vorher, ne? Ja, ich möchte Kraft bekommen und stark und groß und kräftig und natürlich ein Riesenkerl. 20.000 üben wie diese, 20.000 bis jetzt. Die Bewegung kam aus Amerika und wie in Amerika wird sie sich weiter ausbreiten. Wird zumindest den Leitern solcher Studios die versprochene Lebensfreude garantieren, durch lohnende Einnahmen nämlich. Das größere Geschäft aber machen die Versandhäuser. 300.000, das ist die Einwohnerzahl einer Stadt wie Mannheim, versuchen im stillen Kämmerlein Superkraft oder Athletenfigur zu erzielen. Und Tausende schlucken die vorgeschriebene Kraftnahrung. Drücken Federn, schwingen Hanteln, Muskeln müssen wachsen. Und die Umwelt, anerkennt sie wenigstens das Mühen der um ihre Muskeln besorgten Mitmenschen? Was halten Sie von Bodybuilding? Ich würde sagen, es ist eine sehr, sehr lustige Angelegenheit. Nur für Vollnehmen kann ich es selber nicht. Na, also ich liebe romantische Männer. Ja, ich finde es überhaupt nicht schön. Warum nicht? Ich finde einen natürlichen Mann mit natürlichen Körperstärken viel schöner. Also ich finde es ausgesprochen geschmacklos, dass ein Mann sich seine Stärke gerade in den Muskeln zu zeigen hat. Ja, das ist was für bleiche Bürohengste mit Minderwertigkeitskomplexen. Ich finde es äußerst affig, was sie im Kopf nicht haben, wollen sie den Muskeln haben. Das ist meine Einstellung. Sie mögen keine Männer, die solche Muskeln Ach, haben. Die Firmen aber erklären es diesen Bodybuildern anders. Ihre Freunde werden sie bald um ihre unbändige Kraft beneiden. Die Damen werden sie bewundern und ihre Feinde werden sie fürchten. Ihr Selbstbewusstsein wird gehoben und ihre Entschlusskraft gesteigert. Überhaupt die Reklame. Als wir von einem Münchner Verlag diese Zeitschrift anforderten, wurden vorher 8 Reklameseiten eines Versandgeschäftes entfernt. Dabei behauptet auch jede Firma, ihre Geräte erzeugten die stärksten Gestalten. Und nur mit ihren Geräten könne der Bodybuilder schnell Gesundheit, Kraft und Vitalität gewinnen. Verlockende Anzeigen versprechen uns Muskeln per Post ins Haus. Da liest man von Erfolgen bei der Beseitigung von Hautunreinheiten und Haarausfall. Da empfiehlt man Muskelsport bei nervösen Herzstörungen, dauernder Müdigkeit, sexueller Schwäche und Übererregbarkeit. Wer wollte da noch zögern? Ruhm winkt dem Erfolgreichen, der Titel eines Mr. Germany. Wir waren zur Wahl eingeladen, aber man wollte den fertigen Panorama-Beitrag zensieren. Doch Freunde halfen uns, als dieser Eingang unseren Kameras versperrt blieb. Kraft ist Trumpf. Hier imponiert kein Sportwagen, zählt nicht der Reichtum. Hier verachtet man weibliche Schönheit und fragt nicht nach geistigen Gaben. Trotz unbehaarter Brust, hier triumphiert die männliche Kraft. Mr. Universum 1960. Bewundernswert sein Weg. Er fährt von Mr. Wahl zu Mr. Wahl, zeigt seine Muskeln und lebt davon. Diese Schaustellung männlicher Kraft verdanken wir dem Bund Deutscher Bodybuilder. Ein zweiter Verein plant im Sommer eine gleiche Wahl in Essen. Dann gäb's 2 Mr. Germany 1963 und jeder wollte der Schönste sein. Auf alle Fälle, auch in Essen wird man den Saal mit muskelhungrigen Augen füllen.
Warum sind Sie heute Abend hierher gegangen? Ja, weil mein Sohn bei dem Verein ist. Ich finde es toll, dass junge Männer so einen Sport betreiben. Sie lieben muskelstarke Männer? Ja, liebe ich. Was hast du gefallen? Sehr amüsant eben. Mehr oder weniger lächerlich. Weil ich das selbst zu Hause mitmache. Mein Mann hat ein eigenes Studio in Bremen. Do it! Do it! Come on, come on!